15! Welcome, welcome, welcome! Hochverehrtes Publikum, liebe Gäste, sehr verehrte Damen und Herren! Ich bin sehr stolz, Sie hier im Namen des Bezirksamtes Lichtenberg begrüßen zu können. Wir haben bereits die 8. lange Nacht der Bilder heute. Nutzen Sie anschließend nach diesem wundervollen Auftakt hier, gehen Sie durch unsere kulturellen Einrichtungen, kommen Sie mit den Künstlern ins Gespräch, nutzen Sie die lange Nacht der Bilder und Kultur in Lichtenberg. Die Kreativen, die hier leben und arbeiten wollen in unserem Bezirk, tragen sehr viel dazu bei, dass wir inzwischen als Boom-Bezirk gelten und vor allem, dass dieses Wort Boom auch positiv definiert ist. Und es ist wichtig, dass wir in Berlin es hinkriegen, diese Orte zu erhalten. Nicht nur, weil wir eben halt den Künstlern es schuldig sind, die uns ja so attraktiv gemacht haben, dass wir sie dort belassen, wo sie sind, dass wir ihnen Arbeitsmöglichkeiten geben, sondern auch, weil eben halt Orte wie dieser hier dadurch wachsen und unsere Stadt noch besser und wichtiger machen. Tolle Zeit in Lichtenberg. Vielen Dank. Guten Abend, ich bin Else Brandenburger von der Buchhandlung Paul und Paula. Wir haben heute zur langen Nacht der Bilder, zur 8. langen Nacht der Bilder, eine Veranstaltung. Wir stellen ein ganz großes Bild von Thomas Kilper aus und lesen Textcollagen aus Marina Nabruschkinas Neue Heimat und aus Christoph Mielers Nowhere Man und werden uns mit der Situation der Menschen im Nirgendwo, so der Name unserer Veranstaltung, beschäftigen. Das heißt Menschen, die als Flüchtlinge in Zentraleuropa ankommen und ihre Situation in diesen Büchern beschreiben. Und dies heißt Diary auf Lampedusa, also es ist ein Tagebuch seines ersten längeren Aufenthalts auf Lampedusa 2008. So. Das kann man dann auch alles lesen, alles was er erlebt hat und was er herausbekommen hat, steht da auf dem Bild. Ja. Das ist ein bisschen, wenn man das so ganz durchliest, dann kommt man in so einen Film, in ihren Film wahrscheinlich auch so, also sage ich jetzt natürlich im übertragenen Sinne. Juli 2013, die Notunterkunft. Die leerstehende Schule ist jetzt eine Notunterkunft für Geflüchtete, glaube ich zumindest. Jedenfalls kann einem niemand was Genaues sagen und es kann mir nicht egal sein, weil ich denke, das kann ich nicht ignorieren. Aber einfach so hingehen, was soll ich fragen, was sagen, was genau will ich eigentlich da? Ein Glatzenmann am Eingang, schwarz, Security. Guten Tag, darf ich rein? Die Heimleiterin Irina ist verdammt jung, höchstens Ende 20. Ihre Unerfahrenheit überdeckt sie mit herrischem Auftritt. So nehme ich sie wahr. Wir machen hier viel für die Menschen, sagt sie. Deutschkurs, Sport. Sie wollen mit den Kindern malen, einen Raum? Sie ist einverstanden. Ich folge ihr. Sie führt mich in ein ehemaliges Klassenzimmer. Hier findet unser Deutschkurs statt. Ficken steht auf der Tafel. Zwei Securities kichern hinter unserem Rücken. Wir sind zum zweiten Mal bei der langen Nacht der Bilder dabei. Wir, das heißt Annette Jünger, Kerstin Kernbach, Anja Koch und Else Brandenburger, wir haben seit einem Jahr die Buchhandlung Paul und Paula übernommen, die es seit 37 Jahren in unserem Kiez gibt. Und als sie schließen sollte, haben wir aus dem Kiez entschieden, wir wollen weiter, dass es eine Buchhandlung gibt. Die Textilien haben ein Problem. Textilkunst ist sehr oft als Kunsthandwerk angesehen und nicht als Kunst. Und ich arbeite in Textil seit lange. Ich arbeite mit sehr guten Künstlern und ich sehe nicht, dass man plötzlich die Textilien als eine kleine Kunstgewerbe ansieht. Und deswegen haben wir schon 2004 angefangen, hier diese Galerie zu öffnen, um Textilkunst zu zeigen. Nicht exklusiv, aber sagen wir 90%. Wir zeigen auch manchmal Fotografien, aber
Textil ist wirklich unsere Hauptberuf.